ein richtig großer Louis Vuitton-Karton mit so einem Griff. Oh! Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu dem lang erwarteten Unboxing. Ich kann es kaum noch erwarten. Ein paar Dinge sind schon angekommen. Ich konnte es aber noch nicht am Freitag drehen, weil ich noch auf eine Kleinigkeit gewartet habe, die wir heute unboxen, wo ich zumindest nicht mehr damit gerechnet habe, dass das wirklich so schnell geht. Also freut euch auf ein ganz wildes Unboxing und wenn ich sage ganz wild, dann meine ich so wild. Die Pakete, die hinter mir stehen, sind alle angekommen in den letzten paar Tagen und es sind jetzt auch noch zwei Pakete dabei, wo ich absolut keinen Plan habe, was da drin ist. Ich hoffe, es ist nicht meine Eisbestellung, weil wir werden sie jetzt auch unboxen. Na, Joke, ich habe nicht bei Eis bestellt. No Eis. Aber Freunde, die Dinge, die ich hier auspacke, werde ich natürlich auch in einzelnen Outfits kombinieren auf Instagram, also schaut da auf alle Fälle vorbei und lasst auf Ehre ein Abo da. Freunde, jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Wir beginnen mit dem ersten Paket, von dem ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Das ist ein relativ großes Paket auch. Ja, Louis Vuitton, 6PM und zwei Überraschungspakete. Mit dem einen Überraschungspaket beginnen wir jetzt. Dieses hier, relativ fettes Ding. Mir sagt der Name absolut nichts, deswegen schauen wir einfach mal rein, Freunde. Boah, ich bin gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, es ist nichts Peinliches. Ah, ich bestelle eh nichts Großartiges. Da wird schon nichts Schlimmes drin sein. vielleicht ist es eine 50.000 Euro Schutzmaskenlieferung von meinem guten Kumpel Andi. Ich hoffe, du bist schon alle Schutzmasken losgeworden. Krieg's nicht. Okay, schauen wir rein, Freunde. Okay. Ah, na, jetzt weiß ich, was da drin ist. Freunde, wir zielen ab auf März, soll die neue Kollektion von M&M kommen. Art Destructeur soll sie heißen, also zerstörerische Kunst. Und meine Überlegung war, für diese eine Kollektion statt Magnetboxen Farbeimer zu verwenden. Weil ich finde, das passt thematisch einfach gut zusammen. Und ich habe mir jetzt von einer Firma recycelte Farbeimer, also das ist bereits recyceltes Plastik, als Sample zuschicken lassen. Die sind aber relativ klein, wie ich jetzt sehe. Da wird kein Hoodie reinpassen. Aber so in die Richtung soll das gehen. Dann noch mit M&M gebrandet. Und dann kommen die Pieces in Farbeimern an. Passend zum Kollektionsnamen Art Destructeur. Okay. Ah. Ja gut, das wäre dann ein Kübel, wo dann eher noch ein Shirt reinpassen würde. Aber jetzt check ich. Gut, gut, das schaue ich mal später genauer an. Das ist jetzt für das Unboxing zu wichtig. Gut, Freunde, gar nicht mal länger quatschen. Schreibt mir gerne rein, wie ihr die Idee findet. Wir starten mit dem nächsten Paket. In so einem schwarzen Sack, keine Ahnung. Weiß nicht, was da drin ist. Wir schauen einfach mal rein, Freunde. Aber es fühlt sich klein an. Eine Cap. Ah, Freunde. Grüße gehen raus an Marc zu Disco. Der hat mir hier eine Cap zugeschickt, wahrscheinlich von seiner neuen Kollektion. Eine Trucker Cap, die finde ich sehr, sehr nice eigentlich. Also kann man auf alle Fälle lassen. Props gehen raus, habe ich zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an Marc. Coole Cap, wirklich nicht schlecht. Quality ist auf alle Fälle im Start, so ein weicher Schirm hier auch. Also kann man auf alle Fälle machen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gut, Leute, wir legen gleich weiter. Wie machen wir weiter? Machen wir mit 6PM weiter. Ich habe bei 6PM bestellt. Ashraf hat mir ehrenhafterweise einen Early Access Code gegeben. Und da habe ich mir zwei oder drei Pieces ausgesucht. Ich weiß nicht genau, wir werden die jetzt unboxen und sehen, wie das Ganze auch fittet natürlich. Hier ist meine 6PM Bestellung. Kurz zuhalten wegen Adresse und so weiter. Da ist das Paket. Bin sehr, sehr gespannt. Er hat ja bei den letzten Malen immer so Jutebeutel verwendet. War ich kein großer Fan davon, weil wenn du die Shirts und Hoodies dann rausnimmst, dann sind immer so Fäden von den Jutebeuteln drauf. Und ich finde, das fühlt sich auch nicht so hochwertig an. Ja, wie wir jetzt sehen, das ist die Rechnung, hat er jetzt umgestellt auf diese Plastikbags mit diesem klassischen Laundry Room Second. Finde ich sehr, sehr cool, passend zur Kollektion. So als würdest du quasi deine Wäsche mit nach Hause bringen. Ich habe hier, das ist glaube ich die Jean. Was haben wir hier noch? Da habe ich noch was bestellt und da habe ich noch was bestellt. Das sind die drei Dinge. Ich schaue jetzt einfach mal rein. Okay, das ist innen verschweißt. Kann man hier öffnen. Ah, das ist das Shirt, Leute. Das ist das Shirt aus der Kollektion. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil ich diesen Blauton mag auf diesem weißen, schlichten Shirt. Finde ich sehr, sehr cool gelungen. Ich sehe jetzt gerade, das klimpert hier auch so schön. Hier wird so ein Metallpatch verwendet, also auch hier wird ständig gearbeitet. Stoff ist absolut in Ordnung. Geruch ist auch okay. Riecht nach Wäscherei, also vielleicht ist das gewollt, finde ich ganz nice. Ich packe jetzt noch die Hose aus und dann schauen wir uns die Hose mit dem Fit zum Shirt an. Ich glaube,
Das ist irgendein Pullover oder so. Hier ist noch die Hose. Er hat Baggy Pants rausgebracht mit so Farbklecksen drauf. Ist ja momentan auch sehr begehrt. Eine helle Jeans habe ich mir hier ausgesucht und die ist sehr, sehr schön. Also die ist wirklich sehr, sehr schön. Ganz eine, ja, riecht wie das Shirt auch. Wirklich wie in einer Wäscherei. Er hat hier so einen weißen Button verwendet, finde ich ganz cool. Die Jeans ist relativ baggy, fällt die vom Schnitt her aus. Wir haben hier unten nochmal destroyed an der Naht und witzigerweise hier sogar relativ weit oben die Naht gesetzt. Ich glaube, bei der Camo Jeans kann man das dann nochmal verstellen. Aber auf jeden Fall ein nice Jeans, sehr, sehr hell. Hier hinten haben wir dann nochmal das 6PM drauf und hier dann nochmal diese Metallpatches, die ich gleich runtergeben werde, wenn ich anprobiere. Auspackerlebnis auf alle Fälle am Start. So, probiere das jetzt gleich mal an, Freunde. Das ist das Shirt, sieht man hier. Fittet mir persönlich eigentlich ganz gut, relativ oversized. Die Ärmel auch sehr breit, das mag ich, wenn die so etwas wegstehen. Wir haben hier dann noch die Hose hinten vom Arsch. Ja, könnte oben nochmal etwas länger sein. Ich habe hier eine L bestellt. Vom Bund her hätte ich, glaube ich, sogar nochmal eine XL vertragen. Aber man kann es auf alle Fälle anziehen. Ich setze jetzt noch die Kamera ein bisschen runter, damit man die Hose besser sieht. Das ist der Fit der Hose. Wie gesagt, relativ baggy fällt die aus. Mit Schuhen sieht das Ganze natürlich dann nochmal besser aus. Logischerweise, wenn dann die Hose auf den Schuhen ordentlich steckt. Finde ich aber soweit ganz cool. Hier, wie gesagt, könnte man es noch etwas enger machen, geht sich aber bei mir nicht aus, weil ich da anscheinend zu breit für die L-Hose bin. Aber so finde ich die eigentlich ganz cool. So in der Kombi finde ich es eigentlich auch ganz nice. Was meint ihr zum Fit? Schreibt mir es auf alle Fälle in die Kommentare. Ich finde es in der Kombi, wie gesagt, wir haben hier nochmal so blaue mit weißen Flecken. Das passt natürlich perfekt zum Shirt auch. Aber sehr, sehr cool, gefällt mir gut. Danke vielmals, Ascha. Wir haben ja noch ein Paket von 6PM. Das hier. Ich glaube, ich habe diesen Strickpullover bestellt. Ja, habe ich. Oh, der fühlt sich aber gut an. Der fühlt sich aber gut an, Leute. Der ist wirklich gelungen. Auch den in L bestellt. Der ist sehr, sehr nice und passt perfekt zum ganzen Ding. Also er hat sich schon überlegt, dass jedes Piece zueinander matcht. Absolut top. Ich weiß nicht, warum er bei dieser Kollektion auf weniger Pieces gesetzt hat. Vielleicht hat er sich gedacht, nach der Love Hurts Kollektion, wo es wirklich sehr viele Dinge gegeben hat, konzentriert er sich jetzt auf 6 verschiedene oder waren es 7 verschiedene Pieces und haut die dann heraus, um so ein bisschen einen Fokus auf einzelne Dinge zu haben. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt auf den Fit. Sehr, sehr nice. Boah, fühlt sich auch top an. Der fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Ich glaube, ich habe 90 Euro bezahlt. Ich weiß es nicht mehr genau. Der ist gut. Der ist wirklich top. Mein erster Strickpullover seit Ewigkeiten und ich bin direkt wieder begeistert. Vor allem auch mit den Flecken hinten und so weiter. Sieht aus wie nach einem Paintball-Match. Finde ich sehr gelungen. Der fühlt sich gut an, fühlt sich hochwertig an. Ich mag diese Flecken darauf. Also von dem bin ich absoluter Fan. Mein Lieblingsding aus dieser Bestellung. Mit Abstand. Oha. Was meint ihr zum Fit selbst? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde den geil. Top, top, top. So, Leute. Jetzt kommen wir zum Highlight des heutigen Unboxings. Das Highlight des heutigen Unboxings ist natürlich das Louis Vuitton Unboxing. Man kann hier schon diesen fetten Karton erkennen und die meisten von euch, die den Stream gesehen haben, wissen, was da drin ist. Ich habe meine Keep All von Louis Vuitton geholt, also eine Tasche, Weekender auch genannt. Bin natürlich sehr gespannt. Das Muster ist absolut gelungen. Es ist ein Eyecatcher, wird auch perfekt passen zu dem vorigen Outfit, weil wir auch so leichte Blautöne drinnen haben. Also ich freue mich, Freunde, wir schauen rein. Das kommt zum Schluss. Was mag da wohl drin sein? Also ein sehr fetter Karton, wie man hier schon sehen kann. Ich hoffe, dass die Tasche passt, sonst kann ich sie zurückschicken. Ah, geht ja schon mal gut aus. Auf die Tasche habe ich so lange gewartet. Ich meine, war eh schnell, aber die steht schon seit 5 Tagen da und ich konnte sie nicht auspacken, weil ich gewartet habe. Oh, hier steht schon mal Fett Louis Vuitton. Oh, Leute, da kommt einem gleich mal das entgegen. Ein richtig großer Louis Vuitton Karton mit so einem Griff. Oh! Bies! Vor allem schaut euch dieses Ding an. Das ist ja nicht normal. Vor allem, ich komme mir vor wie zu Weihnachten. Schaut euch das an. Ja, Rücksendeding, was auch immer. So, wir schauen da rein. Schön mit seiner Masche gemacht. Wahnsinn, alleine die Verpackung, Freunde. Wie genial ist dieser fette Karton? Wahnsinn. Okay, wir schauen rein. Wo geht das auf? Geht das so auf? Oh, mit so einem Magnetverschluss. Das mögen wir ja, Magnetverschlüsse auf ordentlichen Boxen. So, ich mache hier einfach mal auf. Oh, Leute, und seht euch das mal an. Da kommt jetzt ein fetter Sack mir entgegen. So ein Staubschutz, wo die Tasche drin ist. Und jetzt bin ich gespannt, Leute. Meine erste teure Tasche, die ich mir geholt habe. Biest.
Oh. Uff, Leute. Uff. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, das ist die Tasche. So zum Tragen. Sie ist genauso groß, wie ich es mir gedacht habe. Also für ein Wochenende könnte es sich vielleicht gerade noch ausgehen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben hier, das haben wir leider verschwitzt, aber ich glaube, das kann ich in einem Louis Vuitton Store nachmachen lassen, dass ich mir hier nochmal meine Initialen eingravieren lasse. Dann haben wir hier sowas Ähnliches wie einen Jeansstoff mit diesen aufwendigen Sticken. Also das ist wirklich sehr, sehr gelungen, Leute. Hier dann nochmal für die Schulter zum Tragen. Auf diese Art und Weise. Man kann sie aber auch hier nehmen. Wir haben einen sehr hochwertigen Zip hier vorne. Wenn wir die Tasche öffnen. Aha, okay. Hier nochmal so ein Verschluss mit Leder für die zwei Griffe. Den kann man auch weggeben. Und wenn wir hier die Tasche öffnen, dann ist hier drinnen nochmal, okay, Luft. Ah, hier nochmal eine Kleinigkeit habe ich gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Sehen wir uns auch gleich an. Und hier innen dann nochmal in schwarz gehalten. Also wenn ihr mich fragt, eine absolut nice Tasche. Ich bin mega, mega begeistert. Ich frage mich jetzt noch, was da drin ist. Was ist da drin? Die Tasche ist genial. Leute, schreibt eure Meinung zu der Tasche. Ah, das ist dieses Schloss, Leute. Ja, nice, dass ich so ein Schloss habe, aber keinen Schlüssel dazu. Da muss ein Schlüssel... Ah, okay. Ja, ist hier drin. Das heißt, ich habe hier noch Schlüssel und Schloss dazu. Ich kann meine Tasche absperren. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Wenn ich da die Uhr reingebe oder so, ja, können sie immer noch die ganze Tasche fladern, aber ja. Das ist genial. Steht auch hier nochmal Louis Vuitton Paris oben, aber das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Sehr, sehr schön auf alle Fälle. Dann noch mit diesem Ledergurt. Also ich bin begeistert. Wir haben im Shopping-Stream versucht, eine passende Geldbörse, also in diesem Material zu finden. Die war aber leider sold out. Jetzt gab es einen Ehrenmann unter euch, der gesagt hat oder gemeint hat, er kann das Ganze checken, er kann das Ganze besorgen. Ich habe das jetzt aus Wien abgeholt. Alleine dieser Sack, Leute. Da kannst du ein Kind vergraben damit. Schaut sich das mal an. Super Vergleich, Maxl. Hier habe ich noch eine kleine Tüte. Sackerl, wie wir in Österreich sagen. Von Louis Vuitton. Da soll angeblich diese Geldbörse drin sein. Sehr, sehr schön. Auch hier Rechnung und alles. Ich werde die Masche aber gleich wieder auftrennen. Und wenn wir hier jetzt herausziehen, ist die Geldbörse auch wieder in so einem Sack eingepackt. Okay, krass, 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 krass. Und wenn wir das jetzt auspacken, Freunde, haben wir hier im Normalfall die passende Geldbörse. Jawohl. Das ist die Geldbörse dazu. Passend zur Tasche, Freunde. Jetzt, wo ich sie so sehe, hochwertig natürlich, in diesem Leder. Wir haben die Louis Vuitton-Einstanzung drinnen. Platz für Geld und Karten. Ja, jetzt, wo ich sie sehe, ganz nice. Habe ich mir aber tatsächlich ein bisschen krasser vorgestellt. Aber in der Kombi ist es auf alle Fälle nice. Also ich bin begeistert. Wilde Dinger, Freunde. Krass, krass, krass. Alles in allem für die Tasche bezahlt knapp über 2000 Euro. Und für die Geldbörse 415 Euro. Gesamt, keine Ahnung, 3000 Euro Fashion Pack Opening. I don't know. Sowas in dem Bereich. Liebe Freunde, wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich finde noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefällt. Was ihr euch selbst gerne holen würdet. Und was vielleicht gar nicht so euer Fall ist. Schaut nochmal auf Instagram vorbei, da kommen jetzt zukünftig natürlich auch Fotos mit den Picks. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, Freunde, und wir sehen uns dann am Mittwoch mit dem nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.